Oh, Madonna! Seit wann du gehst zum Usus ohne Sagen mir? Mama Mia, hast du mich jetzt verschreckt? Seit wann du gehst zum Usus ohne Sagen mir? Du willst eigentlich, dass ich eine Herzbaracke bekomme? Ja, ich mir mache Sorgen. Rosa, bitte. Du sollst immer sagen, du gehst fort. Ja, gut. Und das Mal habe ich es jetzt halt vergessen. Wegen dir. Ich hatte Angst. Rosa, bitte. Excuse, dass ich mir mache Sorgen. Ich bin froh, dass du nicht liegst, tot im Strassengraben. Ich auch. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Cecilia hat dich gesehen. Ja, Cecilia. Das ist eine Schnurribi. Red nicht so. Cecilia ist liebe Freundin. Eine liebe Freundin, ja. Die zu viel schwätzt. Bla, 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 bla. Sie hat dich gesehen, da im Park hineingehen. Und jetzt? Das ist Spielpark für Hund. Das ist ein Spielpark für Menschen mit Hund. Also, was machst du da? Ja, warum darf ich nicht da sein? Du hast keine Hund. Man darf doch auch ohne Hund in den Park, oder? Das ist alles dreckiges Porco da. Komm, Rosa, bitte, komm heim. Es geht mir gut, Rosa. Du hast nicht keine Antwort auf meine Frage. Auf welche Frage? Was du machst da? Schau den Hund zu. Ah, siehst du wieder? Siehst du ihn? Der sagt dir buona giornata. Arrivederci. Habe ich nicht gerne Hund. Rosa. Bitte, komm jetzt heim. Wenn du kommst heim? Gleich. Obig, es ist bald fertig. Warum du hast auch deine schöne Amt? Und warum nicht? Warum musst du anlegen, so schöne Amt zum schauen und? Scusa, das ist im Kasten gekommen. Ist teures Amt. Wann gibt es denn zu essen? Halbe Stunde. Prima. In einer halben Stunde bin ich daheim. Nein, du kommst jetzt mit. Ja, jetzt kann ich nicht. Ich warte auf jemanden. Auf wer? Einfach auf jemanden. Nee. Du kennst die Person nicht. Was du sagst? Ich kenne alle, die du kennen auch. Nein, die kennst du jetzt nicht. Wie heißen die Person? Sag in einer halben Stunde daheim. Versprochen. No, Raffaele, 20 Minuten. Du musst dich noch machen. Super, ist alles dreckig, Sporco da, überall. Allora bene, 20 Minuten. Promesso. Promesso? Oder muss ich noch etwas unterschreiben? Ich passe auf dich auf. Rosa. Der 25. Oktober war der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben. Rosa. Als ich Anni sah, du bist fortgegangen ohne Sagen, habe ich gedacht, es ist wieder passiert, wie letztes Jahr. 25. Oktober. 20 Minuten, Rosa, versprochen. Ich bin in 20 Minuten daheim. Oh, ich mache Osso Buco. Am Donnerstag? Ich mache Alba verrückt. Oh, danke, Rosa, danke. Und ich denke, du hast gerne Osso Buco. Und ich nicht denke, du schnauze mich an. Scusami, Rosa. Du weißt, dass ich nicht gerne an, wenn du schnauze mich an. Allora, bene, 20 Minuten. Promesso. Mio birichino. Ah, ciao, cagnolino. Carino cagnolino. Du bist ein apparacrisis unter, bist du. Und wo hast du dein Fraueli? Ha? Grüezi. Grüezi. La 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 la. Haben Sie gern Opern? Wie bitte? Ob Sie gern Opern haben? Reden Sie mit mir? Ja, haben Sie gerne Opern? Opern? Ja. Nein. Schade. Und Rap? Bitte? Hören Sie Rapmusik? Warum um alles in der Welt soll ich Rapmusik hören? Hat man einen guten Text. Blick, kennen Sie Blick? Rosalie, Rosalie, wer wäre die Welt ohne Sie? Sie sitzt im Kaffee Rex und denkt an ihn, ich meine, so mit Ihrem Ex. Sind wir uns schon mal begegnet? Nein, leider nicht, nein. Mi chiamo Raffaele Bellini. Wie bitte? Mein Name Raffaele Bellini. Aber Sie können Rolf sagen, oder Raffi. Also meine Kollegen sagen Raffi. Ich war Eisenbahner, wissen Sie, SBB. Ich bin jetzt 18 Jahre pensioniert. Also, wenn Sie etwas wissen über Eisenbahnen, können Sie mich fragen. Ich bin auch Sänger. Also, ich habe mal vorgesungen am Stadttheater. Das ist dann heute das Opernhaus. Das Mäntel da ist das für einen Lilliputaner? Nein, für Kiwi. Für wer? Kiwi, aha. Mein Hund. Wie heißt es denn Sie?
Ja? Soll ich ein bisschen lauter reden? Nein. Mein Name ist Carol. Wie die englischen Lieder. Welche Lieder? Die englischen Weihnachtslieder. Christmas Carol. Jingle bell, jingle bell, la 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 la. Sie singen gern. Sehr sogar, ja, sehr, ja. Also, wenn Sie sagen, Sie haben nicht gern Opern, haben Sie es überhaupt nicht gern oder hören Sie einfach keine? Ich habe keine Ahnung von Opern, okay? Ja, dann können Sie mich fragen. Was? Ich weiss alles über Opern. Ich habe sogar mal vorgesungen am Stadttheater. Ja, das haben Sie mir bereits gesagt. Ich weiss, aber ich glaube, Sie hören nicht zu. Piwi, pfui, geh weg von dem Strauch. Ein kleines Hündchen, das Sie hier haben. Ne? Ist ein Mischling. Ah ja. Sieht ein bisschen aus wie eine Meersäule, die kann bellen. Ich habe sie aus einem Tierheim. Mir ist es ganz gleich, wie sie aussieht. Sie wären nämlich sonst eingeschläfert worden. Ja. Ja, man hat sie einfach tot gemacht. Ja, sicher. Oh, Sie sind dann ein guter Mensch. Mal wirklich. Sie sind schon ein guter Mensch. Jeder andere wird doch sagen, das ist ja klar, so einen Hund muss man töten. Die meisten Leute sind eben grausam. Da haben Sie leider recht. Ich nehme an, Sie haben Ihren Hund von einem Züchter. Meine? Ja, sagen Sie jetzt bitte nicht, Sie hätten irgendjemanden von so einem dubiosen Händler gekauft. Nein, natürlich nicht. Nein, das würde ich nie machen. Also von einem Züchter? Ja. Ein seriöser nehme ich an. Sehr seriös. Kann man ihn weiterempfehlen? Mein Hund. Der Züchter. Ja, natürlich. Man kann nicht vorsichtig genug sein mit dem Züchter. Nein, nein, das kann man jetzt eben nicht. Ja. Welchen ist es? Welchen was? Ihren Hund. Ah, das habt ihr. Ah, der grosse Pudel? Ja. Ein stattlicher Hund. Wie der Meister. Wie heißt er? Rex. Ein Männchen. Ja. Kastriert. Rex, da will kommen. Rex, Salta. Salta. Up, up, up. Ihren nächsten Hund sollten Sie auch aus einem Tierheim holen. Aus einem Tierheim, richtig, ja. Es gibt nichts Schönes als ein Hund, gell, Sie? Ja, also, wenn Sie mich so fragen, dann würden mir da schon ein paar Sachen einfallen. Ich meine, als Begleitung. Wenn ich denke, wie der Kiwi ihr Leben ausgesehen hat, bevor sie zu mir gekommen ist. Himmeltraurig. Ihre Besitzer haben sie den ganzen Tag eingesperrt. Das arme Hundli hat nie rausgehen. Niemand hat sich um sie gekümmert. Grauenvoll. Poverina? Sie hat sich selber gebissen. Aus lauter Einsamkeit. Nein. Man hat die Narben noch gesehen, gerade da oben an den Pfötchen. Das ist ja schrecklich. Wie kann ein Mensch an einem Tier so etwas antun? Also wirklich, ja. Es sollte in der Hölle einen besonders schlimmen Platz geben für Menschen, die Tiere misshandeln. Ja, darf ich ein bisschen näher rutschen? Nein! Und warum nicht? Ich muss gehen. Jetzt sind Sie ja erst gerade gekommen. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ah ja, was zum Beispiel? Also, Sie sind ziemlich aufdringlich. Wie soll ich das verstehen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Raffaele Bellini? Aber wie gesagt, Sie können Ralf sagen oder Raffi. Was Ihnen besser gefällt? Nein, nein. Ich weiß ganz genau, was Sie vorhaben. Was soll ich vorhaben? Sie benehmen sich mir gegenüber furchtbar nett. Oh, grazie. Und Sie... Ich sag's lieber nicht. Oh, sagen Sie es doch. Sie machen mir Avancen. Oder etwa nicht. Wie kommen Sie jetzt dazu, so etwas zu sagen? Ich habe Sie da gesehen mit Ihrem kleinen Hündchen. Ich finde Sie sehr nett. Sehr charmant, ja. Da habe ich gedacht, vielleicht hat die Dame Interesse an einer gepflegten Konversation. Vielleicht wird sie sogar eine neue Bekanntschaft machen mit dem alten Herr. Mit dem, der noch kein alter Knacker ist. Weil den ganzen Tag daheim hockt und Fernsehen schaut und ein Kreuzworträtsel löst. Und jetzt kommen Sie und beschuldigen mich. Ich mache Sie an. Entschuldigung. Ihre Kate. Und wie ich Sie anmache. Wie bitte? Glaube ich, habe Sie bald so weit. Also, das ist ja. Wie kommen Sie dazu, mich anzumachen? Sie wollen Sie selber anmachen, sagen, tönt es aber sexy. Hören Sie doch auf. Ach, was? Ich bin doch ein alter Spassvogel. Und keine Angst, Sie sind nicht zu alt. Zu alt? Für was? Dass ein attraktiver Mann wie ich noch auf Sie fliegt. Ah, Sie meinen, ich sei zu alt für das? Nein, ich meine, dass Sie das so aufgeregt hat. Wie alt schätzen Sie mich denn? Oh, bitte. Nein, das fragen Sie mich nicht. Wie alt? Ja, komm, bitte. Wie alt?
75. Sie meinen also, ich sehe aus, wie wenn ich 75 wäre? Locker. Ich sollte sie einsperren. Weil ich ihr das Alter falsch geschätzt habe? Ich habe sie schon gesehen. Wie gesehen? Mit dieser Frau. Wann denn? Gerade vorhin. Sie hat ihnen einen Kuss gegeben. Und das haben sie gesehen? Ganz deutlich. Oh, Mama mia. Sie sollten sich schämen. Ja, das war eben nicht vorgesehen, dass sie das sehen. Ich bin in der Welt herumgekommen. Ich kenne die Typen wie sie. Santo Cristo, wieso hättest du denn da ankommen? Kiwi, Kiwi, komm, Schätzchen, Zeit zum Heimgehen. Komm zum Mami. Würde das einen Unterschied machen, wenn ich Ihnen sage, dass Rosa und ich... Schämen Sie sich. Wir sind nicht verheiratet. Schämen Sie sich. Wir leben noch zusammen. Schämen Sie sich. Hören Sie sich mal auf mit Ihren Blöden. Schämen Sie sich. Sie sollten sich aber schämen. Aber ich sage Ihnen es doch. In Grund und Boden. Es ist nicht meine Frau, es ist meine Schwester. Wie bitte? Ah, wieder reingeht. Ihre Schwester? Sie sind dann nicht in den Slicken sie. Machen Sie das immer, da im Park gehen und andere Leute hochnehmen? Ach was, wollen Sie doch nicht hochnehmen. Ich will Spass machen. Sie sollten sich schämen. Ich weiß. Kiwi, wir gehen. Bitte, machen Sie das nicht. Was soll ich nicht machen? Gehen. Ist doch schön, mit Ihnen ein bisschen zu plaudern. Kiwi, Kiwi. Ihre Hund folgt aber nicht, wenn Sie rufen. Mal, Sie folgen schon. Kiwi. Sieht nicht so aus. Ich habe sie eben noch nicht so lange. Kiwi, komm schön zum Fraueli. Mein Rex folgt dann aufs Wort. Ah ja? Dann schauen Sie mal, was der mit dem Terrier anstellt. Oh, ei, ei, ei. Strangers in the night. Ja, wenn Sie ihn nicht aufhalten. Mal, natürlich. Rex, hör auf. Rex, komm ab. Finiamo la festa, eh? Können Sie ihn doch holen? Aber ganz sicher nicht, wenn der mich beißt. Was? Ihren eigenen Hund? Ja, der hört dann früher oder dann später ganz sicher auf. So, Rex, finiamo la. Eh? Basta. Sehen Sie, jetzt ist er fertig. Bravo, Hund. Bravo, Hund, Rex. Also, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen ein paar Tipps geben. Ich brauche keine Tipps. Kiwi, hörst du auf, den Pudel anzubellen? Komm jetzt zum Fraueli. Kiwi, adesso basta. Ah, sie hat aufgehört. Ja, Hunde hören auf mich. Und ich glaube, die Kiwi mag mich. Mich muss man ja mögen. Es tut mir leid, wenn ich sie an der Nase umgeführt habe. Wissen Sie, ich komme aus einer Familie mit 7 Brüdern und 4 Schwestern und kein Geld. Da brauchst du dann viel Humor, um das durchzustehen. Ehrlich gesagt, ich habe das Gespräch nicht überaus lustig gefunden. Ja, aber besonders schlimm haben Sie es auch nicht gefunden. Meinen Sie? Sie sind einmal immer noch da. Was ist denn mit Ihrer Familie? Was soll sie? Haben Sie keine Familie? 2 Töchter, 3 Enkelkinder. Na, herzig. Wohnen Sie da in der Nähe? Leider nicht. Weit fort? Ziemlich. Australien. Gerade beide. Oh. Ah. Aber sie kommen alle Jahre mal auf Besuch. Nicht? Ja, aber zu wenig. Und Sie, gehen Sie sie nicht auch besuchen? Nein, ich kann nicht. Warum nicht? Ich fliege nicht. Ja, wieso nicht? Flugangst. Santo Cristo, das ist doch keine Sache. Für mich schon. Vor vielen Jahren bin ich mal in einem Flugzeug gesessen und da hat es grauenhafte Turbulenzen gegeben. Ein schrecklicher Flug. Ich habe immer noch das furchtbare Bild vor mir, was passiert, wenn ein Flugzeug einfach so vom Himmel oben runterfällt. Ja, und jetzt sehen Sie Ihre Enkel und Ihre Töchter nicht nur, weil Sie Angst haben. Irgendwann einmal passiert da etwas, was eigentlich ja gar nie passiert. Ist aber gut, dass wir uns drauf haben. Jetzt sage ich Ihnen ganz genau, was Sie mitmachen. Also, wenn Sie wieder mal fliegen, nehmen Sie das Gummibändeli, legen Sie um Ihr Handgelenk und immer, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt fällt das Flugzeug vom Himmel oben runter, ziehen Sie an dem Bändeli und lassen es gegen Ihre Hand spicken. Bing! Und warum soll ich das machen? Ist ein bisschen dumm, gell? Aber das funktioniert. Das ist jetzt der grösste Blödsinn, den ich schon je gehört habe. Ja, vielleicht ist es ein Blödsinn, aber das funktioniert wirklich. Ich habe das gesehen im Fernsehen, im Club. Thema Flugangst. Ich schaue nie Fernsehen. Also, Sie sind verheiratet. Das geht Sie gar nicht an. Wieso darf ich nicht wissen, ob Sie verheiratet sind? Ja, ist das wichtig? Ja, sicher. Ja, kommen Sie jetzt, sagen Sie es mir. Hm? Ja? Ich muss gehen.
habe meine Schwester versprochen, dass ich in 20 Minuten daheim bin. Und so schimpft sie. Und wenn Rosa schimpft, Mamma mia, mia mazzara. Ich würde mich ja nie von jemandem so behandeln lassen. Meine Schwester ist doch nicht die ganze Familie, die ich habe. Und die anderen Schwestern? Sind die alle... Gestorben. Brüder auch. Und Kind? Wir haben einen Sohn gehabt, den Mario. Aber der ist verunglückt. Schon vor vielen Jahren. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid, wirklich. Ich kann mir vorstellen, wie das wäre, wenn... Und wissen Sie, was spässig ist, wenn man älter wird? Man gewöhnt sich an alles. Aber erzählen Sie jetzt mal etwas von Ihrem Mann. Wie kommen Sie darauf, dass ich verheiratet bin? Enkelkind. Man muss nicht geheiratet sein, um Kind zu haben. Nein, 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 der Typ Frau sind Sie nicht. Für das sind Sie viel zu... Zu... Zu was? Zu nett. Und viel zu vornehm. Wer sagt das? Ich. Ja, schauen Sie sich doch einmal an. Da sind wir auf einem Hundespielplatz, rundum ist es dreckig. Sie sind angelegt, wie wenn Sie zum Dinner im Borolac eingeladen wären. Sicher nicht. Aber ganz sicher schon. Also gut, Sie wollen ja recht haben. Ich denke eben, die Welt wäre ein bisschen schöner, wenn sich die Leute ein bisschen netter anlegen würden. Ich war 35 Jahre lang Chefsekretärin. Und ich habe mir immer Mühe gegeben, korrekt und auch ein bisschen modisch angelegt zu sein. Und ich kann mich noch erinnern, dass die Männer Krawatten hatten. Und sicher nicht die ausgewaschenen Jeans und Sandalen ins Büro gekommen sind. Ganz abgesehen davon, wie die Leute heute reden, alles ist scheiße oder mega oder voll krass, grauenhaft. Ich weiss ganz genau, was die Jungen denken, wenn sie mich hören reden. Alte Tante. Nicht mehr ganz von heute. Hat keine Ahnung, was in ist. Dabei habe ich mir einmal geschworen, ich will nie eine griesgrämige alte Schachtel werden. Und jetzt? Ich weiss nicht, ob mir die heutige Zeit gefällt. Ich verstehe sie nicht. Ich höre die Rap-Musik und denke, ist das überhaupt noch Musik? Also, tut mir leid, aber ich kann nichts damit anfangen. Dabei habe ich sehr gerne Musik. Einfach keine Oper. Ach, was? Hätten Sie etwas dagegen, mal die Händchen abzuziehen? Meine Händchen, wieso? Ich habe nicht etwas gesehen. Ob ich Altersflecken habe auf den Händen? Nein, nein. Ob Sie eine Ehring tragen? Da haben Sie Ihre Antwort. Also, Ihr Mann ist gestorben, oder? Sind Sie geschieden? Wie kommen Sie darauf, dass ich nicht mehr verheiratet bin? Ja, Sie kommen ganz allein hierhin. Sie reden mit so einem gespässigen Typ wie mir. Sie sind so ein Pastrano. Ich bin schon ein bisschen gespässig. Also, ist Ihr Mann gestorben, oder? Sind Sie geschieden? Ja. Gut. Sie sagen es mir morgen. Morgen? Wir treffen uns morgen wieder da und dann sagen Sie es mir. Morgen ist jetzt nicht so gut. Ja, müssen Sie den morgen mit dem Hündchen nicht spazieren? Mal, natürlich, aber ich glaube, wir sollten uns morgen nicht treffen. Und warum nicht? Wir können das anders mal wieder plaudern miteinander. Aber mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Sind Sie krank? Nein, aber bald 80. Also dann, auf morgen. Ja, und nur zum ehrlich sein. Sie werden auch nicht jünger. Wieso müssen Sie jedes Mal, wenn ich anfange, Sie sympathisch finden, etwas sagen, das einen verletzt? Ah, Sie finden mich sympathisch? Ich komme praktisch jeden Tag gegen die 16:30 hier. Wir können uns morgen wieder sehen. Oh. Wenn Sie versprechen, dass Sie mich nicht anlügen und nicht auf den Arm nehmen. Versprochen. Arrivederci, tschüss, Signora Carola. Nein, das gibt's ja nicht. Was ist denn los? Da nimmt die Frau ihre Rex mit. Ah, das ist schon gut. Die geht weg mit ihrem Hund. Nein, nein, alleine. Nein. Sie, hallo. Lassen Sie die Frau, das ist in Ordnung. Lassen Sie sofort den Hund los. Nein, das ist gut so. Lassen Sie die los, ist gut. Ah, kennen Sie die Frau? Nein, der Hund auch nicht. Ja. Das ist nicht mein Hund. Der Rex ist nicht Ihr Hund. Der heisst vielleicht gar nicht Rex. Eigentlich habe ich keinen Hund. Aber ich habe immer einen Willen. Warum haben Sie mir denn ja, gesagt? Ja, warum? Per qué? Ja? Also die Wahrheit ist, ich gehe jeden Tag spazieren. Immer zur gleichen Zeit und auch immer den gleichen Weg. Und der Dolder Zürichberg. Gestern Morgen war mir nicht so gut. Ja, was hat denn das mit dem Hund zu tun? Es ist mir am Morgen nicht gut. Und am Nachmittag war es mir wieder besser. Wenn ich halt am Nachmittag spazieren kann. Da habe ich gedacht, kannst du auch mal einen anderen Weg machen. Ja gut, und dann? Ja, jetzt warten Sie doch. Und dann bin ich da durchgekommen. Und dann habe ich Sie gesehen. Und Sie sind einfach... Einfach was?
Also, Sie sind, wissen Sie, also meine Frau, Anna, sie ist vor 12 Jahren gestorben und seither habe ich eigentlich nie mehr eine Frau richtig angeschaut. Manchmal bin ich mir vorgekommen wie ein kleines Hündchen, das kein Mensch mehr beachtet. Und darum habe ich jetzt einen Hund erfunden, weil ich gemeint habe, sie findet mich dann ein bisschen netter. Sie sind die schönste Frau, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich muss jetzt gehen. Also, dann sehen wir uns morgen. Komm, Kiwi, komm, ich kann Ihnen keine Angst einjagen, ganz sicher nicht. Wissen Sie, es ist nur so, ich sehe jemanden nicht, sage ja wie Sie und sage «Buongiorno», ich wollte reden, ich würde ja gerne reden. Kiwi! Wissen Sie, ich rede gerne. Ich kann nur reden, verstehen Sie das? Ich kann nur reden wollen. Einfach nur reden. Ich habe doch noch geredet. Raffaele! Oh, Santo Cristo! Weißt du, wie es spät ist? Nein, Rosa, ich weiß es nicht. Aber du sagst es mir. Sono le 20 alle 6. Oh, molto grazie. Bist du wieder gekommen, da zum Treffen deine Freunde? Ja, Rosa. Wo ist er? Rosa, bitte. Warum du hast du eine Krawatte? Tu mir etwas nicht sagen. Was? Ich bin nicht in der Stimmung zum Streiten. Neanch'io. Ich mir nur machen Sorgen. Oh, einmal etwas Neues. Wegen dir, ich muss mir Sorgen machen. Wenn ich mir nicht hätte, machen Sorgen. Am 25. Dezember. Niemals, Rosa, basta, basta. Eh? Ich habe jetzt da mehr als 2 Stunden gewartet und sie ist nicht gekommen. Wer ist nicht? Ja, niemand. Komm. Nessuno. Sie ist nicht gekommen? Meine Bekannte ist nicht gekommen. Ah, ich meine, deine Bekannte ist ein Mann. Ja, das hast du gesagt. Mama mia, warum du wartest in dreckigen Park auf Frau, die nicht kommt? Oh, capito. Vielleicht ist sie gekommen und hat mich gesehen. Raffaele, Gianni Macca, im Voltini di Vitello. Vielleicht ist sie einfach wieder umgekehrt und gegangen? Raffaele, du nicht los zu. Gianni Macca, im Voltini di Vitello, du hast doch gern. Sicuro? Allora andiamo a mangiare, vieni. Na komm, jetzt geh doch du anfangen und ich warte da noch einen Moment. Soll ich essen allein? Wir können doch ein bisschen später essen. Wir nie essen später. Rosa, weißt du, was ich jetzt gerade denke? Weißt du was? Wir machen jeden Tag genau das Gleiche. Wir stehen zur gleichen Zeit auf, wir essen zur gleichen Zeit, wir schauen zur gleichen Zeit Fernsehen und einmal gehe ich zu einer anderen Zeit spazieren und schon ja, mein ganzes Leben hätte anders rauskommen können. Du redest wie ein Verrückter. Komm mir und Pazzo! Du sei Pazzo! Ah! Ich warte da. Bene. Ich warte mit dir. 5 Minuten. 5 Minuten. Ah! Sind die und dreckig. Zitto! Basta! Cecilia hat vorhin noch hineinschaut. Ah, die Frau kann reden. Hat sie wollen bleiben zum Kaffee? Also habe ich einen Kaffee. Cecilia wohnt ganz allein, viel zu grosse Wohnung. Ihre Kind wollen, dass sie geht in Casa di Riposo, damit sie nicht mehr so allein. Aber will nicht? Was macht? Deine Bekannte. Eine schöne Frau, gell? Du musst anlegen, deine Brille. Warte, ich stell dich vor. Buonasera, signora. Die aber mögen gern. Komm ein. Du lass, ich habe jetzt mehr als 2 Stunden gewartet, jetzt komme ich ganz sicher nicht heim. Die Voltini werden nicht mehr besser. Und ich komme nicht heim. Scusami, Rosa. Tut mir leid. Komm jetzt, ich kann nicht wollen. Na komm doch, Rosa. Rosalie, Rosalie, wat wäre die Welt ohne sie? Sie sitzt im Café Rex und denkt an ihre gemeinsame Zeit mit ihrem Ex. Doch der ist weg, sind der dicke.
Haben Sie gern Opern? Haben Sie gefragt, ob Sie gern Opern haben? Das haben Sie mich gestern schon gefragt. Ich weiss, aber ich glaube, gestern sind Sie ein bisschen sauer auf mich. Haben Sie Ihren Fantasiehund heute auch wieder bei sich? Nein, den sexy Rexy habe ich heute daheim gelassen. Sind Sie jetzt drum so sauer? Ich bin nicht sauer. Ah, Sie haben einfach irgendetwas vorgehabt. Nein, ich bin zu spät gekommen, weil... Ja? Ich habe gehofft, Sie seien dann nicht mehr da. Wirklich? Sie, ich habe jetzt mehr als 2 Stunden da gewartet auf Sie. Und meine Schwester ist total verrückt. Und wenn die Rosa verrückt ist, Mama mia. Ja gut, also, einfach noch eine Frage. Warum sind Sie gestern so davon gerannt? Ich habe gemeint, wir haben uns doch ganz gut unterhalten. Ja? Gut. Ich verstehe, ich kann. Es tut mir leid, wenn ich irgendetwas gesagt habe, das Sie beleidigt hat. Ich kann Sie einfach mögen. Das ist alles. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Kakina ein schönes Leben. Warten Sie. Es gibt Sachen, die Sie nicht verstehen können. Was zum Beispiel? Erzählen Sie. Nein, lieber nicht. Ja, sagen Sie es doch. Ich bin Ihnen, glaube ich, eine Erklärung schuldig. Eine Entschuldigung. Entschuldigung akzeptiert. Sie wissen ja noch gar nicht, für was ich mich entschuldigen will. Ich entschuldige alles. Ich hätte gestern nicht so schnell davonlaufen. Entschuldigt. Ich war ziemlich unhöflich. Beten Sie 2 Ave Maria und Ihre Sünden werden Ihnen vergeben. Sagen Sie nicht so dummes Zeug. Wenn Sie immer so Witz machen, wirklich, das regt mich auf. Wenn ich ein bisschen Spass mache mit Ihnen. Ist das Spass gewesen, wo Sie gestern gesagt haben, ich sehe schön? Ja, hat sie das aufgeregt? Ja. Das ist doch ein Kompliment. Aber ich bin nicht schön. Vielleicht einmal gewesen. Aber jetzt sicher nicht mehr. Überhaupt, man sagt so etwas nicht zu einer Frau, die man nicht einmal kennt. Und wegen dem sind Sie vorgerannt. Ich kann mit Ihnen nicht so vertraut sein. Wissen Sie was? Sie haben recht. So auf den zweiten Blick, so schön sind Sie auch wieder nicht. Sie haben ein bisschen etwas von einem Hund. Und das geht nicht gegen euch. Dann kommen Sie, ich will Sie doch hochnehmen. Alles, was wir könnten sein. Ralf. Freund vielleicht. Das reicht doch. Das ist doch wunderbar. Na, eine Frage. Wie finden Sie mich? Wie? Findet Sie mich stattlich? Nein. Ja, dann schauen Sie mich noch mal genau an. Nein. Ich frage Sie noch mal, Sie dürfen ganz offen sein. Sie können auch lügen. Nein, davon halte ich nichts. Mein Mann hat mich angeschaut, Alpott und gleich wieder. Aha, er hat. Also sind Sie nicht mehr verheiratet. Kiwi, geh weg dort. Kiwi, weggehen. Ich hole Sie, glaube ich, lieber. Dort hat es ein Loch im Haag. Ihr Hund wird schon hören auf Sie. Sie müssen halt ein bisschen mehr Autorität haben. Ja, Sie sind gerade der Richtige, um über Hunde reden. Kiwi! Kiwi, gehst du weg von dem Loch? Aber so bitte! Aha. Manchmal wirklich ein bisschen direkt. Ja. Hat meine Frau auch immer gesagt. Recht hat sie gehabt. Die hat meistens recht gehabt. Jetzt ist das Lausmeidli schon wieder bei dem Loch. Sie wird ja da brüllen. Nein. Ja, aber probieren Sie es doch einmal. Sie sehen, das wirkt. Kiwi! Ich hab gesagt, anbrüllen, fortissimo! Die haut ab durch das Loch und dann haben sie ihren Hund gesehen. Kiwili, Schatzili, komm brav in sie! Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind genau die Frau, die Sie nie haben wollen werden. Eine verträchtliche alte Tante. Also. Eine, die Angst hat, mal etwas Neues zu wagen. Angst, irgendetwas zu verändern. Angst zum Teilnehmen an dieser Welt. Kiwi! Gehst du weg von dem Loch, aber sofort! Santo Cristo, jetzt tun's anders. Hm? Wolltest du folgen, du Soulmeidli? Vorwärts, Marsch! Haben Sie mal Militärdienst gemacht? Gott sei Dank, sie ist vom Hagen weg. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Sie hat auf mich gelassen. Also, wenn Sie wollen, können Sie sich bei mir bedanken. Wissen Sie, Kiwi hat mich gerettet.
Das kleine Meersäule? Ja, der kleine Hund, wo mein Mann, wenn ich Kiwi nicht hatte, wenn ich nicht hätte auf sie aufpassen müssen, wenn sie nicht die Nacht auf mein Bett gumpet wäre. Ich weiss nicht, was ich gemacht hätte. Sie schauen uns an, wie wenn sie merken, dass wir von ihr reden. Eigentlich haben sie recht. Ein bisschen sieht sie von weitem schon aus wie ein Meersäule. Also jetzt erzählen Sie doch mal etwas für Ihren Mann. Ich würde es vorziehen, wenn wir uns über etwas anderes unterhalten könnten. Ja, über Oper zum Beispiel. Oh, endlich werden Sie vernünftig. Sagen Sie mal, warum sind die Sänger immer so dick? Also erstens mal, es sind nicht alle Sänger dick. Und zweitens, wissen Sie, im wirklichen Leben ist ja alles so klein, so dünn. Hey, ja, man steht auf, man verbringt irgendwie den Tag, man geht wieder ins Bett, es ist alles dünn und klein. Und in der Oper ist alles gross. Da tritt jemand auf die Bühne, singt eine Arie, es kommt nochmal jemand und singt eine Arie, oder die singen zusammen ein Duett, und alles ist gross. Grosse Gefühle, grosse Stimmen, grosse Melodien, es ist einfach alles gross. Ja, so soll das Leben auch sein. Ja, schön wär's. Was ist eigentlich Ihre Lieblingsoper? Ah, ich habe noch nie eine gesehen. Ja, wirklich nicht? Nein. Ja, das ist ja traurig. Wissen Sie, was wir machen? Jetzt gehen wir mal miteinander in eine Oper. Sicher nicht. Warum nicht? Weil Sie dann meinen, wir haben zusammen ein Rendezvous. Und das geht nicht. Aha. Gut, dann gehen wir als zwei Bekannte, die sich total unsympathisch sind. Natürlich hoffe ich auf ein Rendezvous. Haben Sie nicht gehört, was ich vorhin gesagt habe? Ja, Sam, du Christ, aber wenn Sie kein Rendezvous haben mit mir. Stellen Sie sich einmal vor, wir haben ein Rendezvous. Wir mögen uns, wir gehen aus miteinander. Wir mögen uns mehr und mehr. Und dann sterben Sie. Würde ich auch nicht lustig finden. Sehen Sie? Wenn ich vielleicht einmal würde echte Gefühle für Sie empfinden. Echte Gefühle? Ja, für mich. Ja, ich habe gesagt, wenn ich würde. Ja, aber Sie denken, es besteht ja Möglichkeit. Nehmen wir jetzt einfach einmal an, ich würde. Und dann sterben Sie. Wenn ich würde versuchen, nicht zu sterben. Kiwi, geh weg vom Hack. Ah, brave Kiwi, braves Hundi. Sei così bella. Ich meine Sie, nicht der Hund. Ich lüge nicht, ich darf ja nicht mehr lügen. Sei così bella. Ralf? Ja? Ralf, mein Mann. Nicht. Muss sagen Sie es doch, ich weiß so wenig von Ihnen. Ach, erzählen Sie mir lieber von der Oper. Gehen Sie viel? Ich will viel mehr können gehen, aber verwachst doch nicht. Billet im Opernhaus schon grad gar nicht. Nein, manchmal gehe ich auf Winterthur an ein Gastspiel oder im Stadttheater Luzern. Gut. Ist dann vielleicht nicht gerade Scala di Milano, aber die Aufführungen sind meistens wirklich gut. Die Anna und ich, wir haben mal gespart. Ein ganzes Jahr lang. Dann sind wir ins Scala di Milano gegangen. Aida. Pam, pa. Pa, 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 la, 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 la. Iam, pam, pam, pam. Also mein ganz grosser Traum wäre ja die Metropolitan Opera in New York, aber unmöglich. Ja, die Metropolitan Opera, die muss grossartig sein. Aber schon sicher. Dana und ich, wir haben viel darüber geredet, aber eben, das war einfach viel zu teuer gewesen, der Flug und alles. Nein, wir haben gesagt, wir sparen. Wenn wir dann mal älter sind und Zeit haben, und dann gehen wir vielleicht. Aber eben. Man meint, wir haben alle Zeit der Welt. Und bevor man es merkt, ist die Zeit vorbei. Ja, aber Sie können ja immer noch gehen. Mit wem? Mit Ihrer Schwester. Ist nicht alles, was man mit der Schwester in die Oper muss. Dann hat sich jedes Jahr ein neues Kleid gekauft. Muss sie sich eigentlich gar nicht leisten. Und ich habe mir immer den schönen Anzug reinigen lassen. Nur für die Oper. Und dann? Dann sind wir zuhinterst im Parkett gesessen. Haben dann an die Hand gegeben. Und wenn wir während der Vorstellung Tränen gekommen sind, dann hat sie so da, als würde sie es gar nicht merken. Wie soll ich jetzt mit der Schwester in die Oper gehen? Wir sind meistens italienische Opern schauen. Verdi, Puccini. Nein, einmal sind wir aus Versehen in eine Wagner-Oper gegangen. Tristan und Isolde.
Das sind die längsten 5 Stunden im ganzen Leben. Aber eben die Italiener, die können doch Opern schreiben, nicht? Ja, eigentlich ist es immer das Gleiche. Mann liebt Frau, Frau liebt Mann und es wird nichts daraus, weil das Leben in die Quere kommt. Aber in der Oper macht es nichts. Weil die Musik macht alles viel, viel grösser, als es in Wirklichkeit ist. Wunderbar, wie Sie das alles beobachtet haben. Wie sind Sie darüber weggekommen? Über was? Dass Ihre Frau gestorben ist. Bin ich darüber weggekommen? Ja, sonst würden Sie nicht da mit mir reden. Meine Schwester ist dann nicht so wie mir. Die hat gar nicht gefragt. Eines Tages ist Rosa gekommen und hat angefangen zu kochen und putzen. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Sie hat mich bewahrt vor dem, was mir immer noch am allermeisten Angst macht. Was denn? Am Ende mal ganz allein zu sein. Wie ist Ihre Frau? Herzschlag. Wir sind zu Abend ins Bett, am Morgen ist sie nicht mehr verwacht. Herzschlag aus, Fine. Und alles hat sich verändert. Ja. Von einer Sekunde auf die andere. Ja. Der Daniel, mein Mann, hat einen Schlaganfall gehabt, im März vor 4 Jahren. Er hat Fernsehen geschaut, wie immer. Ich bin ins Bett gegangen. In der Nacht bin ich verwacht. Er war nicht im Bett. Der Arzt hat gemeint, wenn ich ihn früher gefunden hätte, vielleicht, dass er dann. Er hat nicht mehr reden, sich kaum bewegen. Die Therapie war praktisch nutzlos. Ich habe ihn dann heimgeholt und mich um ihn gekümmert. Das war schwer gewesen. Wo es ihm dann immer schlechter gegangen ist, musste ich ihn in ein Pflegeheim geben. Ja, wenn ich ihn früher gefunden hätte, vielleicht. Sie dürfen sich keinen Vorwurf machen. Ralf, ich habe Sie angeschaut. Was angeschaut? Sie sind ein sehr stattlicher Mann. Raffaele! Rosa, sag nichts. Ich weiß, ich bin spät. Ja, die mir wieder müssen machen. So. Gut, du hast aber gewusst, dass ich da bin. Trotzdem, wäre möglich. So, passt, Rosa. Passt, hä? Darf ich bekannt machen? Das ist. Ich weiß nicht, mal Ihre Familienname. Petermann. Signora Petermann, das ist meine Schwester. Die Rosa. Grüezi, Frau. Der Fleisch. Ah, das ist aber ein Bündnername. Meine Mann war von Engadin. Ja, die Rosa hat im Hotel geschafft, Rosa. Ist in vielen Jahren er, noch nicht important. Schau mal, siehst du, das ist ihr ein kleines Hündchen. Ja, meine Schwester hat nicht so gerne Hunde wie ich. Kommst du jetzt essen? Jetzt? Essen wartet. Ah nein, jetzt habe ich eine Idee. Wollen Sie nicht mit uns essen? Moment doch. Ich will mich nicht aufdrängen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Du kochst doch immer für eine ganze Gesellschaft. Raffaele, Sie hat gesagt, nein. Vielleicht ein anderes Mal. Nein, bitte kommen Sie doch. Können wir noch ein bisschen plaudern miteinander? Ich habe Ihnen ja gar noch nicht erzählt, wie ich Sie seit Volksung an am Stadttheater. Warum du willst das erzählen? Ich sollte jetzt wirklich mein Hündchen heimbringen. Komm, Raffaele, essen warte. Also gut, 2 Minuten, gell? Und die Valtini? 2 Minuten? Bene, 2 Minuten. Vielleicht könnten Sie und der Ralf ja mal zu mir zum Nacht kommen. Können Sie überhaupt kochen? Ein bisschen schon, denke ich. 2 Minuten, Raffaele. Sie haben mir doch noch erzählen, wie Sie am Stadttheater vorgesungen haben. Ich habe aber nur 2 Minuten Zeit, bevor ich in den Rund und Boden gestampft werde. Sie müssen sich halt ein bisschen kurz fassen. Na gut, ich probiere es. Das war 1952, Stadttheater Zürich. Ich bin auf dieser grossen leeren Bühne gestanden. Mama hat mir einen Anzug genäht, aus reiner Schurwolle. Ui, der hat bissen wie verrückt, aber ich bin wieder im Vorkommen wie der Maria Lanza. Also stehe ich da auf dieser Bühne. Es war eigentlich wie im Traum, aber plötzlich höre ich eine Stimme im Zuschauer rum. Und die fragen mich nach meinem Namen und ich war so total nervös, dass ich im Augenblick nicht einmal mehr gewusst habe, wie ich heiße. Aber dann habe ich gesagt, «Mi chiamo Raffaele Bellini.» «Hat total vergessen, dass ich Deutsch reden muss.» «Ich habe Demi Bolenti Spiriti aus La Traviata vorbereitet.» «Und die Stimme hat gesagt, wir werden vielleicht unterbrechen, wenn wir genug gehört haben.» «Aber ich habe diese Arie wochenlang geübt.» «Wir werden abbrechen, wenn wir genug gehört haben.» «Prego, am Ende ist es Ass, das kann ich singen.» «Ja, dann singen Sie.» Und so bin ich da gestanden. Eigentlich ist wie im Traum. Und habe zurückgedacht, bei unserer Familie wird nichts, aber wenn du gar nicht in die Schweiz kommst. Ja, und dann sagt die Stimme, bitte,
Singen Sie. De miei volenti spiriti, il giovanile ardore, e la temprata e placida sorriso dell'amor, dell'amor. Tal di che disse vivere, voglio te fedel. Und wenn ich angefangen habe zu singen, ist mir gesehen, würde mir tönen wie von selber aus dem Mund flüssen. Ich habe gut gesungen an dem Tag. Ich weiß, dass ich gut gesungen habe. Meine Stimme ist kräftiger geworden und voller und ich habe sie im Raum gehört widerhallen. Und niemand hat gesagt, stopp. Gut, habe ich halt weiter gesungen. Del universo in memore, io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi. Danke. Sie haben uns sehr gut gefallen. Danke. Danke. Darf ich noch etwas singen? Nein, das reicht. Hinterlassen Sie bitte beim Pförtner Ihre Telefonnummer. Grazie. Molto grazie. Und? Und was? Hat jemand angerufen vom Theater? Oder nicht? Ich glaube schon. Vermutlich hat einer von meinen Brüdern das Telefon abgenommen und dann vergessen, wie auszurichten. Ja, aber die hätten doch sicher noch mal versucht, sie zu erreichen. Egal. Die hätten auch ganz eine schlechte Gage gezahlt. Und dazu wollte ich ja gerade heiraten. Eine eigene Familie gründen. Nein, nein. Nein, ist sicher besser so. Ralf, ich bin morgen wieder da. Zur gleichen Zeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch kennen. Wirklich? Ja. Kiwi, komm, heiga. Ich leg dann wieder eine Krawatte an. Gut so. Kiwi! Wissen Sie, die Geschichte habe ich ja schon jahrelang nicht mehr erzählt. Sehen Sie Kiwi irgendjemand? Ah, dort? Nein, das ist nicht Kiwi. Ah, mein Gott, ich sehe sie nicht mehr. Kiwi, vieni qui. Kiwi! Kiwi, vieni subito! Sie ist fort. Ja, die kommt doch wieder. Um Gottes Willen, wenn die mir ab ist, vielleicht durch das Loch im Arsch. Kiwi, vieni! Ich hätte sie nicht dürfen aus den Augen nein, lassen. Machen Sie sich jetzt noch keine Sorgen, die kommt schon. Und wenn sie über die Straße rennt und überfahren wird? Die geht über den Fußgängerstreifen. Es könnte sie aber jemand mitnehmen. Jetzt verspreche ich Ihnen, ich gehe nicht weg von da, bevor wir sie gefunden haben. Sie hat sicher Angst, wenn sie mich nicht mehr sieht. Aber ich finde sie, versprochen. Oh Gott. Mir findet sie.
buongiorno. Ah, Frau Kaffrisch. Rosa. Grüezi, Rosa. Wie kommen denn Sie da an? Raffaele ist Eiko. Et nu essen Salami-Brötli. Er gesagt, Sie sind da. Weiss er etwas Neues? Nein, er gesagt, er geht noch mal fragen in die, come si dice, Protezione Animali. Ah, in das Tierheim. Warum Sie sitzen da? Die Polizei hat gesagt, dass die Hunde meistens an den Ort zurückkommen, wo sie vorgelaufen sind. Soll ich bitte bleiben mit Ihnen? Ja, bitte. Zitto! Basta! Warum haben Sie nie gesehen im Quartier? Ah, ich wohne nicht da. Ich wohne in der Nähe vom Römerhof. Cecilia, meine Freundin, eine Freundin, die auch wohnen dort. Oh, Entschuldigung. Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Wegen Ihrer Hunde? Ja, ich mache mir wirklich Sorgen um Kiwi. Das arme Tierli rennt jetzt irgendjemand umeinander und findet mich nicht. Darf ich fragen Sie etwas? Ja, natürlich. Was haben Sie vor mit Raffaele? Wie meinen Sie das? Ist er in Sie verliebt? Sicher nicht. Aber schon sicher. Nur noch reden von Ihnen. Carol qui, Carol là. Und jetzt rennen durch die ganze Stadt, um zu suchen Ihre Un. Aber das heisst doch noch lange nicht, dass er in mich verliebt ist. Ich kenne meine Brüder. Wir sind uns erst vor ein paar Tagen begegnet. Raffaele ist bald 80. Muss alles schnell gehen. Also. Also, was haben Sie vor? Also, im Moment kann ich nur an meinen Hund denken. Für Frau in ihrem Alter, Raffaele ist wie grosse Treffer in Lotto. Was heisst für eine Frau in meinem Alter? Hat er gute Pension? Ist er immer fröhlich, sempre allegro? Kann er noch Auto fahren, auch wenn es dunkel ist? Er ist alles, was ich an. Haben Sie kein Kind? Nein. Dabei sind Sie genau der Typ Frau, die ein Kind haben. Habe ich aber keine. Sie waren berufstätig? Ma sicuro. Ich viel musste arbeiten als Zimmermädchen in einem grossen Hotel. Ich auch kennenlernen meinen Mann, Reto. Ich heiraten und dann noch mehr arbeiten. Wäsche, putzen, kochen. Seine Uniform immer ganz sauber, weil er ist sein Portier. Habe ich ausgehalten, alle seine Luna. Davon kann ich auch ein Lied singen. Wann ist denn Ihr Mann gestorben? Lebt er noch? Ist Alunk, Bastardo! Ah, dann sind Sie geschieden? Nein, wir nur leben getrennt. Sehen Sie ihn noch hier und da? Seit 22 Jahren mir kein Wort mehr geredet. Aber warum haben Sie sich denn nicht scheiden lassen? Ich bin eine gute Katholikin. Ich nehme Eheversprechen ernst. Wissen Sie, wo er lebt? Keine Ahnung. Treibt sich um mit irgendwelchen Weiber. Aber nehmen wir jetzt mal an, Sie machen auch eine Bekanntschaft. Dio Santo! Ja, wäre doch möglich! Reden Sie keine Dummheiten. Und von Ihrem Mann haben Sie nie mehr etwas gehört? Etwa die Retter schreiben mir einen Brief. Aber rühr grad fort. Was? Sie lesen es nicht einmal? Nein, mach nicht auf. Ja, der Ralf hat mir gesagt, Sie hätten es nicht leicht. Jeder Mensch hat zu tragen seine Kreuze. Meine ist nicht schwerer als andere. Trotzdem, 22 Jahre lang. Ist in meine Problem. Non ne parliamo più. Raffaele ist ein guter Mann. Hat er auch seine Schwächen, aber wer hat nicht. Und jetzt sie merken, dass er mehr und mehr Zeit verbringen mit ihnen. Und sie würden mir ein grande piacere, wenn sie würden das Sila. Das ist jetzt mein Problem. Und jetzt schaut, was ich gefunden habe. Bist du wieder bei Mami? Geht's mit einer Kiwi gut? Der Tierarzt hat gesagt, sie ist absolut gesund. Sie hat einfach ein bisschen Hunger. Welcher Tierarzt? Ja, die vom Tierheim haben sie zu einem Doktor gebracht. Einfach zum schauen, ob alles in Ordnung ist. Das hat sie aber gefunden in einem Hinterhof. Die hat gerade einen Abfallsack aufgerissen. Ach, du Lausmeidli. Aber jetzt ist mein Schätzli wieder da, gell? Du, jetzt gibt's gute, gute. Ritt die immer so mit ihren Hund? Er gewöhnt sich dran. Weiß nicht. Ich muss gehen machen, Abendessen. Wenn du kommst, ein. Vielleicht begleite ich Kiwi und Carol schnell heim. Also, wenn ihnen das recht ist. Was meint mein Kiwi-Meitli? Ist das am Kiwi-Meitli recht? Io Santo.
Bin ich aber froh, dass sie gefunden haben, ihre Kiwi-Meiteli. Mamma mia! Schätzeli, Schätzeli, Schätzeli. Ja, wie wär's jetzt mal mit Oralf, Ralf, Ralf? Oralf, Ralf, Ralf. Ich weiss ja gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie will mir doch nicht danken sagen. Aber wenn Sie unbedingt wollen, dann wüsste ich natürlich etwas. Sagen Sie es, ungeniert. Alles, was Sie gerne hätten. Alles? Ja, dann weiss ich schon was. Sagen Sie es doch. Dann geleiten Sie mich jetzt mal in eine Oper. In die Oper? Ja. Nächste Woche ist es wieder durch ein Gastspiel. Così fan tutte. Mozart. Bravo! Wird Ihnen gefallen, sicher. Also gut, ich besorge Billett. Wirklich? Ja. Sie kommen mit? Ja. In die Oper? In meine erste. Hast du das gehört, Litschi? Hast du das gehört? Und dass das vollkommen klar ist, wir zwei, wir gehen als gute Bekannte. Einfach als gute Bekannte. Ich meine schon den Gedanken daran, dass wir dann irgendwie zusammen könnten, irgendwie, das wäre lächerlich. Liebe Rosa, ich habe dir so viele Briefe geschrieben und habe nie eine Antwort von dir bekommen. Ich versuche es heute noch einmal offen, dass du mir das mal zurückschreibst. Ich weiß, dass du dich nicht scheiden lassen willst. No, mai. Weil die katholische Kirche Nein sagt. Aber die Kirche hat auch einmal gesagt, man darf am Freitag kein Fleisch essen. Und jetzt darf man trotzdem. Also ändert Gott manchmal seine Meinung. Vielleicht kannst du deine Meinung auch ändern. Vielleicht kannst du deine Meinung auch ändern. Es ist so, dass Erika krank ist. Wir wissen noch nicht genau, wie krank sie ist, aber sie möchte mich heiraten. Das ist alles, auf was sie sich noch freuen kann. Du wolltest ja Erika nie kennenlernen, aber sie ist ein sehr lieber Mensch. Hast du gewusst, dass sie Katzen aufnimmt? Ganz viele. Manchmal komme ich mir vor wie in einer Zoohandlung. Aber irgendwie bin ich glücklich. Bitte schreibe mir eine Antwort. Vielleicht bist du doch noch einverstanden mit einer Scheidung. Vielleicht triffst du am Ende doch noch jemand und bist nicht mehr allein. Vielleicht bist du dann auch glücklich. Liebe Grüße, dein Reto. Rosa, was machst denn du da? Ich wohne da. Aber ich habe gemeint, du sitzt bei der Cecilia. Ein Kopf weg. Carol ist schnell vorbeigekommen. Ist doch nett, gell? Guten Tag, Rosa. An ihre Bluse ist Knopf auf. Ja, wir haben eben vorhin zusammen haben wir ein bisschen geplaudert. Was ist das so lustig? Ich habe noch gerade daran gedacht, das ist mir das letzte Mal passiert, als ich als Teenager mit einem Schulkollegen auf dem Sofa. Dann ist plötzlich meine Mutter heimgekommen. Ich bin nicht seine Mutter. Ich bin überhaupt keine Mutter. Bleiben Sie zum Abendessen.
Oder gehen Sie gerade wieder ein? Nein, danke. Ich sollte wieder zu meinem Hündli. Du hättest doch deine Sushi mitnehmen. Da. In meine Wohnung will ich keine und. Excuse, ich sollte wirklich gehen. Übrigens, haben Sie das Winterthur-Billett bekommen? Ah, für das Opera-Gastspiel? Ja, ja. Du willst mit dieser Frau in Opera? Rosa, bitte. Schon gut, Ralf. Hast du ihr endlich erzählt? Ja, was denn erzählt? Vom 25. Oktober. Rosa! Ich finde es wichtig, dass du ihr erzählst, wenn ihr schon hier in meine Sofa vertiefen eure Affäre. Das ist keine Affäre. Sie müssen mir gar nichts erzählen. Studieren Sie jetzt nicht dran rum. Ich weiß auch nicht, was passiert ist also am Abend. Ich war daheim, am Fernsehen geschaut, dort. Und das Nächste, was ich mich daran erinnere, dass ich im Krankenwagen gelegen bin. Ja, ich bin spazieren und auf der Straße zusammengebrochen. Die Rose hat gesehen, dass ich raus bin. Sie hat mich dann gefunden. Was genau ist denn passiert? Was haben die Ärzte gemeint? Ja, der Ärzte. Manatscha, die Ärzte, die wissen das nicht. Vielleicht einfach Stress oder Kreislaufkollaps, ein Schlägli oder Alzheimer, was weiß denn ich? Ja, jetzt, wo Sie das wissen, jetzt wollen Sie ja sicher keine Freundschaft mehr haben mit mir. Sie haben doch selber gesagt, Sie haben Angst, dass ich gleich sterbe. Ich habe vor dem Gegenteil Angst. Dass ich noch lange leben und mich nicht mehr selber um mich kümmern kann. Wenn es Ihnen lieber ist, Sie können jetzt schon gehen. Ralf, Sie... Du weißt doch, was man macht, wenn jemand krank ist. Man kümmert sich um ihn. Hoffentlich. So ist halt das Leben. Menschen werden krank, Menschen sterben. Man muss damit fertig werden. Irgendwie. Was ich mit dem sagen will, wegen der Oper. Ich habe Billett besorgt. Und ich würde mich freuen, wenn du nicht als mein Bekannter mitkommen würdest, sondern als mein Freund. Wirklich? Nach all dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Dir jetzt gerade gesagt habe. Ralf, wir haben nicht mehr viele Gelegenheiten. Schließlich bin ich 78. Così fan tutte, ist das eine gute Oper? Schöne Musik. Kein Vergleich natürlich mit Verdi oder mit Puccini. Also los, Ralf. Das Mal habe ich ein bisschen gelogen. Aha, hast du kein Billett mehr bekommen? Mal, natürlich. Aber ich habe mir überlegt, ob wir für unser erstes richtiges Rendezvous nicht in ein Rechtstheater gehen sollten. Aber jetzt sagst du nicht, hättest du Billett im Opernhaus besorgt? Ah, nein. Tut mir leid, da habe ich gar nicht dran gedacht. Macht doch nichts. Winterthur ist auch gut. Mit dir zusammen ist es überall gut. Ich bin froh, dass du das so siehst, Ralf. Ich habe Billett besorgt für die Metropolitan Opera. La Traviata. Wir fliegen am Freitag auf New York. Ich habe Platz in der Business Class gebucht. Ich kann ja immer noch nicht glauben, dass ich noch mal in ein Flugzeug steige. Ich habe zwei Hotelzimmer gebucht. Nebeneinander. Ich dachte, wir bleiben bis zum Dienstag. Ralf? Ralf, geht's dir gut? Als ich 50 war, hat Anna eine Überraschungsreise gebucht. Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Es war wunderschön. Ein bisschen seekrank, aber schön. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, warum? Warum hat sie nicht New York gewählt? Dann hätten wir in die Metropolitan Opera gehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich die einmal sehe, solange ich lebe. Nicht in 1000 Jahren. Wir legen uns toll an und hebt uns den ganzen Abend an der Hand. Und du erzählst mir, Gottfried Stutz, um was es geht? Raccontarla.
Rosa, da bist du ja endlich. Wo bist du jetzt wieder so lange? Bei der Cecilia. Sie hat mir erzählen, etwas ganz Wichtiges. Hätte es nicht vielleicht noch einen Moment warten können? Nein, ich muss dir das erzählen. Jetzt. Cecilia hat eine Freundin, die kennt Carol gut. Lass Rosa. Wohnen in Glicki aus. Du kannst jetzt ausrufen oder schimpfen, so viel das willst, aber bitte lass mir mal zu. Nein, du hörst mir zu. Wenn wir in New York sind, da kann es passieren, dass ich der Carol einen Heiratsantrag mache. Bist du verrückt? Kannst du nicht machen? Ja, und warum nicht? Vielleicht stehen wir zuoberst auf dem Empire State Building, über uns den Sternenhimmel, unter uns die Lichter vom Broadway. Wir haben eine Flasche Wein getrunken. Und dann frage ich sie, ob sie mich heiraten will. Ora sei matto. Ti rendi ridicolo. Non puoi sposare questa donna. È impossibile. Lasciala perdere. Piano, Rosa, piano, Questa è la mia vita, non mi devi dire sempre cosa devo fare. Mi sono sempre occupata di te. Non voglio discutere, basta. Mi sono occupata di te tutti questi anni. Das stimmt ja, Rosa. Das stimmt, du hast dich kümmert um mich all die vielen Jahre. Und ich bin dir doch auch dankbar. Aber schau, Rosa, die Frau... Seit ich die Frau kenne, habe ich das Gefühl, ich könnte mal 50 Jahre leben. Ich weiss, du hast Angst, dass ich gehe und dass du dann allein bist. Aber warum kann Carol nicht bei uns wohnen? Bei uns? Ja, warum nicht? Wir haben doch mehr als genug Zimmer und du machst mehr als genug zu essen. Schau, Carol macht mich so glücklich. Und wann will ich je wieder so eine Frau finden? Und weißt, ich glaube, dass sich Anna auch freuen für mich. Trotzdem, du kannst nicht heiraten, die Frau. Rosa. Sorella mia, ti prego. Du nicht wissen von Carol. Ich weiss, dass das meine letzte Chance ist. Mann, no! Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du vertraust nicht, dass ich glücklich bin. Non raccontare sciocchezze. Du bist unglücklich, Rosa. Alles um dich herum machst auch unglücklich. Ich nur dich beschütze, zu machen keine Dummheiten. Ich brauche aber niemanden mehr, der mich beschützt. Baby, finito. Du willst heiraten, die Frau. Also, frag sie, ob sie auch was heiraten will. Frag sie, bevor ihr einsteigen in Flugzeug. Ich frag sie zu New York, in der Met, mit Musik. Nein,
Frag sie, bevor ihr fortfliegt. Schauen, was sie sagen. Sie wird ja sagen. Ciao. Carol. Ciao, Carol. Ciao, Ralf. Ciao. Bevor du etwas sagst, ich weiss, ich habe ziemlich viel mitgenommen. Oh. Aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden, was ich in der Oper anlegen soll. Ich habe 5 verschiedene Kombinationen eingepackt. Ja, wir Frauen wollen halt ein bisschen präsentieren. Dann hätte ich ja einen Zylinder mitnehmen. Nein, lass, bevor wir fliegen, muss ich dich noch etwas fragen. Ja, ist wichtig. Also? Ich weiss jetzt noch nicht, warum. Ja, warum ich wegen dieser Frage so nervös bin. Wenn es dir leichter fällt, frag mich auf Italienisch, vielleicht verstehe ich es. Ah, ja. Signora Carol. Signora Carol, mi vuole concedere la sua mano? Wie bitte? Mi vuoi sposare? Heirate. Sposare? Heirate? Hast du mich jetzt gefragt, ob ich dich? Ich würde vor dir auf die Knie gehen, aber es dauert zu lang, bis ich wieder aufgestanden bin. Er hat meine Mutter gehört. Dann hat ihn irgendwie nicht gern gehabt. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Nein, schau, ich bin alt. Ich bin nicht schön. Vielleicht bin ich pleite, bevor ich sterbe. Meine verrückte Schwester wird auch noch bei uns wohnen. Aber das letzte Moment, wir sind nicht allein. Ti prego, sposami. Oh, Ralf. Kannst du die Antwort auch italienisch geben? Sie heisst ja, was nein heisst, sage ich sowieso nicht. Das ist jetzt schon ein bisschen Überraschung. Ja, so plötzlich. Eigentlich wollte ich dich erst in New York fragen. Auf dem Empire State Building. Aber Rosa ist total verrückt worden. Oh, Ralf. Weißt du was? Du gibst mir deine Antwort, wenn wir Traviata gesehen haben. Wenn ich dich nach der Traviata nicht umbringen kann, weiss mir auch nicht mehr zu helfen. Ralf, ich kann nicht. Ich bin nicht ganz allein. Mein Mann, er lebt noch. Was? Im Koma. Schon seit bald 4 Jahren. Er kennt mich nicht mehr. Er reagiert auf keine Berührung. Er liegt nur noch da. Wenn man dem noch leben kann, sagen. Und wann hast du gedacht, dass man das mal sagt? Ich weiss nicht. Hast du mich angelogen? Nein, ich habe nie gelogen. Ich habe nie gesagt, dass er gestorben ist. Ich habe nur gesagt, dass er einen Schlaganfall hatte. Ich habe versucht, dir das zu erklären. Schon vom ersten Tag an, wo wir uns getroffen haben. Ich habe dir gesagt, es gäbe Sachen, die du nicht verstehen könntest und dass ich darum keine nähere Beziehung haben zu dir. Trotzdem, das hättest du mir sagen. Ja, ich weiss. So eine unvecchio deficiente. Auf Deutsch ein alter Trottel. Ich kann nur wollen, dass du mich gern hast. Nur, dass du mich gern hast, Ralf. Hättest du mich auch gern gehabt, wenn du das alles gewusst hättest? Rosa hat es gewusst. Sie hat eine Freundin, die eine Bekannte hat, die bei dir im Haus wohnt. Sie hat mich gewarnt. Ja, das habe ich vermutet. Deine Schwester hat dich gegen mich aufgehetzt. Sag nichts Schlechtes über die Rosa. Sie ist eine totale Egoistin. Ich bitte dich, lass das. Böswillig, beleidigend. Sie ist meine Schwester. Und sie hat mich beschützen. Nur das. Sie hat mich einfach beschützen. Ich glaube nicht, dass ich auf die Reise mitkomme. Ralf. Bitte, bist nicht böse auf mich. Ich bin nicht böse. Und dann fliegen wir. Nein, ich kann nicht. Es ist alles zahlt. Ich gebe dir das Geld zurück. Die Reise, Ralf, das ist vielleicht die letzte Gelegenheit, um noch mal verliebt zu sein. Die letzte Liebe. Ich hätte dir ganz sicher mal die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Kannst du mir nicht vergeben? Natürlich, schon vergeben. Aber einmal hast du gelogen. Wir lügen doch allen, dass wir am Ende mal nicht ganz allein sind. Dann komm jetzt, Ralf, bitte. Denk doch nur an die Metropolitan Opera, an Traviata. Metropolitan Opera, Traviata.
Man könnte den Aufenthalt auch verlängern. New York hat so viel zu bieten. Das ist eine faszinierende Stadt. Museen, Warenhäuser, der Broadway. Ja, sicher schon, ja. Also, was zögerst du denn noch? Sag mir, dass wir fliegen. Komm, wir müssen jetzt einchecken. Ich nicht. Also, ich habe mich jetzt so gefreut auf die Reise. Ich glaube, ich fliege. Allein? Ich glaube schon. Du willst allein in ein Flugzeug steigen? Du, wo so Flugangst hast? Ja, dann. Wenn ich zurückkomme, vielleicht können wir uns ja im Hundepark wieder treffen. Aber du hast einen Mann, von dem du mir nichts erzählt hast. Ich habe dir nur darum nichts gesagt, weil... Ja, ja, ich weiss. Ja. Vermutlich hätte ich es genau gleich gemacht. Und weißt, wegen der Oper. Es ist immer das Gleiche. Die Verliebten wollen sich lieben. Und das ist nicht ganz so einfach, weil das Leben dazwischen kommt. Du könntest deine Meinung noch ändern. No, Signora Petermann. Carol, sei così bella. Woher weißt du, dass ich da bin? Cecilia hat dich gesehen. Die Frau sollte beim Geheimdienst arbeiten. Wie lange du bist du schon da? 3-4 Stunden. Du hast sie also gefragt. Und sie hat dir gesagt? Ja. Wo ist sie jetzt? Irgendwo über dem Atlantik. Sie lässt Gummibänder gegen ihr Handgelenk spicken. Ich denke, du gehst mit. Sie dir alles sagen und du gehst trotzdem mit. Nie mehr kommst zurück zu mir. Aber Rosa, das würde ich doch nie machen. Das musst du doch wissen. Nach all diesen vielen Jahren. Raffaele, ich habe gefragt mich. Was? Vielleicht, wir sollten auch an und. Ja, nein. Nur kleiner. Du hast immer gesagt, in unsere Wohnung kommt kein Hund. Immer noch besser als Katze. Und mit und du kannst spazieren und ich gehe mit. Wieso willst du mitkommen? Wer weiß. Vielleicht ich treffe einen Mann. Und warum willst du einen Mann treffen? Habe ich viel nachgedacht. Ich glaube, ich bin einverstanden mit der Scheidung von Reto. Wirklich? Glaube ich schon. Weißt du, was das ist? Wir könnten am Samstag wieder mal miteinander ins Kino gehen. Würde mir noch gefallen. Das wird mir sehr gefallen. Aber niente di zozzo. No, no. Lass mich ein paar Minuten allein da. Komm schon heim, versprochen. Darf ich noch sagen etwas? Ja, sicher. Ich sollte sagen dir, vor vielen Jahren, wo ich das Telefon vom Stadttheater. Rosa.
Mama hat gesagt, ich soll nichts sagen. Du willst heiraten und für dich und Familie, du brauchst genug Geld und anständig Beruf. Hätte nicht sollen hören auf Mama. Das ist jetzt bald 60 Jahre seit er. Anu wollte, dass du wüsse, nicht böse. Rosa, bei dir bin ich daheim, du bist meine Familie. Wie könnte ich dir böse sein? Ruhig, braver und. Du, wegen unserem kleinen Hündli. Wir sagen dem Rex. Mein lieber Ralf, der Flug war schrecklich. Jedes Mal, wenn das Flugzeug wackelte, habe ich gedacht, das ist das Ende. Die Gummibänder haben überhaupt nichts genützt. Ich habe es dann mit 3 Gin Tonic doch noch geschafft. Am Samstagabend ging ich in die Metropolitan Opera. Als ich es dem Hotelportier erzählte, sagte er mir, dass er auch ein Opernfan sei. Er könne sich aber von seinem Lohn keine Karten leisten. So habe ich ihm dann deine geschenkt. Er hat während der ganzen Vorstellung geweint. Was nun die Traviata betrifft, die Violetta hat schön gesungen. Aber eigentlich habe ich immer nur auf den jungen Tenor geschaut, der den Alfredo gesungen hat. Er sah so aus, wie ich mir dich vorgestellt habe, als du am Stadttheater Zürich vorgesungen hast. Er war auch nicht groß, aber halt schon schlanker, als du heute bist. Ich habe die Augen geschlossen und mir vorgestellt, dass du es bist, der da singt. Nur für mich. Wenn ich wieder daheim bin, kommst du vielleicht wieder einmal zum Hundespielplatz. Ich hoffe sehr, dass du kommst. Alles Liebe, Carol. Arrivederci. Ciao.